Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Pickelokrokon. Wollen wir es werden? Heute gibt es mal nach langer Zeit wieder Rocking Racing. 1, 2, 3 Runden mal gucken. Es gibt neue Fahrzeuge, wie ich sehe. Ich habe hier einen Nissan. Ich habe den Namen vergessen. Egal. Und einen schönen Hot Rod habe ich freigeschaltet bekommen, geschenkt bekommen. Season Pass, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber, lange Rede, kurzer Sinn. Bleibt dran, habt Spaß. Abonnieren, liken, kommentieren. Los geht's. Oder? Okay, die Ampel und los geht's, los geht's, los geht's. Ich weiß nicht, ich habe glaube ich den Start versaut. Yo, what the hell, wir fallen gleich mal. Es ist das Turbostreifen dran vorbei. Okay, wie genau war das nochmal? Wie driftet man nochmal? Driftet er von sich aus oder? Nee, warte mal, wir waren nochmal driften. Ich bin nicht sehr sicher, ob er das von sich aus macht oder? Das ist das Problem, man drückt immer andere Knöpfe bei anderen Games. Das mag ich total. Ohoho. Platz 8. Alter, yo, ich mehr als Gas geben kann ich nicht. Wie driftet man? Driftet der automatisch beim Einlenken oder so? Ich bin nicht sicher. Ich glaube ja, ne? Yo, was ist das für ein hot, heißer Rand? Oh mein Gott, die Randstrecke ist weg. Alter, ist das Geisterparcours-mäßig. Junge. Nice, ich bin trotzdem Sechster. Ich weiß noch, als das rauskam, da war ich als Erster. Und zwei Tage, drei Tage später sind auf einmal die ganzen Kids on, die richtig gut waren. Und danach habe ich nur noch kassiert. Okay, okay, ich habe gleich wieder Turbo, ich habe gleich wieder Turbo. Wow, ja, ein Drift. Alter, Guitar Hero, oder was? Ich weiß es nicht. Alter, wir jumpen hier halt. Irgendwie ist der Sound fast weg. Also der Hintergrundsound. Ja, kann man da auch das irgendwie nutzen oder ist man automatisch... Ich nutze es mal. Weil irgendwie... Wow. Okay, ich habe lange nicht mehr gespielt und echt coole Karte. Wie gesagt, driften. Ich weiß nicht, wie man driftet. Okay, ja. Stimmt, man kann ja auch springen. Oh, das habe ich schon völlig vergessen. Ich drücke jetzt als hier was zum Driften, aber ich weiß nicht, ob da so mit dem Arsch über die Kante. Yo. Ich weiß nicht, wie man driftet. Ob der es automatisch macht? Ich glaube ja, ne? Einfach nur einlenken. Ja, komm schon, ja. Du musst hier lang. Gibt es hier mehrere Strecken? Ich glaube schon. Boah, aber was für eine höllische, heiße Umgebung das hier ist. Natürlich, ich kann kein Turbo mehr aufbauen und ich werde überholt. Passiert. Oh Mist, oh nein, ich war kurz Zweiter. Ich war ganz kurz Zweiter. Ah, macht nichts. Ich spiele das ja nicht, um zu gewinnen, sondern um Spaß zu haben. Ich könnte aber nochmal ein Turbo brauchen. Komm schon, lad doch mal den Turbo auf. Lad doch mal den Turbo auf. Danke. Oh, zu früh gedrückt. Scheiße. Nein, ich Idiot. Ah. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie man driftet. Ist das mit LT? Oh, ne, LT ist Bremse. Das war jetzt sehr schlau von mir. Sehr schlau. Ich kann nochmal Turbo holen. Oh, mein Gott, ich war so weit vorne. Okay, Turbo. Und ja, ja, gut ausgenutzt, aber Kurve nicht gut. Ich glaube, das Feuer macht uns gar nichts. Das sieht nur einfach cool aus. Ach man, ey. Ich war ganz kurz weiter. Wie driftet man? Okay, das ist das Ziel. Fünfter. Noch eine Runde. So, 3, 2, 1. Und die Ampel schaltet. Die Ampel schaltet. Runde Nummer 2. Wartet. Und... Ah, 89% Booster. Yes, baby. Ja, wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, wie man driftet. Ich weiß aber, wie man fliegt. Haben wir die gleiche Strecke? Okay, das ist jetzt ein bisschen langweilig, dass wir zwei miteinander die gleiche Strecke kriegen. Ich glaube, driften einfach den Arsch ausbrechen lassen. Ich weiß es nicht. Oh, fuck. Ich weiß nicht, ob man da irgendeinen Knopf drücken kann für... Irgendwie so richtig komme ich nicht hin. Ja, ja, ja. Ein bisschen Boost gut gemacht. Ja. Gucken wir, vielleicht ein bisschen besser werden als... was waren wir eben? Fünfter? Aber ein bisschen fehlt noch für den Boost. Oh, dumpen. Ja, ich gehe mal links lang. Das ist natürlich eine sehr beeindruckende... Nein! Oh, okay, das geht. Strecke, bin ich ganz ehrlich bei euch. Eine sehr beeindruckende Strecke. Ich weiß nicht, mit was ich drifte. Aber ich glaube es. Es fühlt sich auch keiner der Knöpfe so an, als würde wirklich das Driften
auslösen, das ist das Problem. Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Und ab in den Rift und ab wieder. Wir spielen Guitar Hero. Ich will auch nur auf die Turbo schalten. Ja, jetzt. Ich vergesse, wir können auch indirekt fliegen, ne? Ja, das sah, glaube ich, teilweise gut aus. Und zack, rein da. Oh mein Gott, ich konnte mal ganz kurz Plätze gut machen. Aber mein Turbo, immer zu kurz, immer zu knapp. Ich schaff's nicht, ihn richtig aufzuladen. Und wie gesagt, ich raste noch nicht, wie man driftet hier. Gibt's da keinen Knopf wie bei anderen Spielen? Ich hab's wirklich zu lange nicht mehr gespielt, das ist das Problem daran. Man muss ihn einfach nur ausbrechen lassen, so über Gas, ein bisschen spielen. Funktioniert auch einigermaßen. Könnte schon sein. Nur 900 km/h, nur 900 km/h. Ja, passt lächerlich. Erstes Problem, ich werde nicht schneller, ich kriege auch keinen Boost. Die Strecke ist eigentlich gerade zum Driften. Aber ich höre, wie jemand hinter mir näher kommt. Auf der gleichen geraden Strecke. Mhm. Das ist sehr logisch. So, wie funktioniert das? Die driften auch auf einer geraden Strecke. Geht, aber eigentlich verlierst du dann erst recht Geschwindigkeit. Weil du ja durchs Driften auf einer geraden total abbremst. Bremst ja sowieso ab beim Driften. So, jetzt bin ich wieder Fünfter. Ich krieg auch mein Turbo nicht aufgeladen. Ich raff's ja auch nicht. Jetzt kommen wieder so extrem viele Kurven. Man natürlich den Turbo nicht nutzen sollte. Ich glaube, wir sind auch gleich wieder beim Ziel. Ah, hier habe ich letztes Mal auch gedrückt. Sehr schön. Selbe Ecke. Und komischerweise, die werden genauso ausgebremst. Die können aber weiterfahren. Und bei mir fehlt alles. Und da ist das Ziel. Jetzt hätte ich ein Turbo gebraucht. Ich bin schon wieder Fünfter. Yeah. So, 4 Sekunden und dann geht die Ampel an und dann geht's los. Eine neue Strecke, endlich mal eine andere Strecke. Da bin ich mal sehr gespannt. Kenne ich, glaube ich, optisch auch noch nicht. Aber ich fahre ja nur alle Jubeljahre. Ah, das war zu früh. 20% Boost. Ja, doch, Jumpen bringt was? Boah, da hätte man an der Seite lang fahren können. Boah, ist das cool. Okay, ich denke mal, das war dumm, aber... Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte an die Decke. Danke. Das hat nicht geklappt. Das hat doch nicht geklappt. Ich glaube, heute werde ich nicht mal Fünfter. Ja, sieht auch cool aus. So eine schöne Skistrecke, Winterpassstrecke. Ich kann schon wieder nicht... kommt nicht mehr dran. Ich bin dran. Oh mein Gott. War eine dumme Idee, weil ich bin jetzt schon Achter. Alter, ja, natürlich. Ah, müssen wir an die Seite? Ach du Kacke. Okay, cool. Sau cool. Ich fliege mal ein bisschen. Ja. Also wie gesagt, ich kann nicht driften, um meinen Boost aufzuladen. Sehr schön. Jetzt habe ich ihn ganz kurz. Nein, wo bin... Ich sag jetzt nicht, dass ich auf der Strecke abkacke, aber ich sage es nicht. Aber ich kacke auf der Strecke ab. Aber irgendwie ist Rocket Racing schon echt cool. Ich meine, die ganzen Gejumpe und so. Das hat schon was. Das ist so richtig cool. Weil es natürlich schon an Rocket League angelehnt ist. Nur, dass es eben als Rennen ist. Und so viel cooler, bin ich ganz ehrlich zu euch. Auch wenn ich abkacke und mich ärgere, weil ich immer so schlecht bin. Das ist eine echt coole Strecke. Uhuhu. Mist, zu weit abgebremst. Scheiße, zu weit runtergebremst. Nein. Okay, ja, haben wir drei Runden. Okay, noch zwei haben wir. Noch zwei, wir sind gerade in der zweiten Runde. Können wir hier noch irgendwie Plätze gut machen? Ich weiß es nicht. Drückt einfach mal die Daumen. Oder lasst ein Abo da. So. Wie gesagt, driften. Bei vielen Games gibt es einfach einen Knopf, wo man driftet. Oh, ach du Scheiße, man kommt gleich wieder. Oh, wo bin ich denn jetzt? Hier hin. Hier versuche ich jetzt gerade irgendwie zu spielen. Was? Warum bin ich kaputt gegangen? Hä? Jetzt mal unscheiß, warum bin ich kaputt gegangen? Ich habe nichts berührt. Okay. Macht nichts, ich bin bis jetzt Siebter und besser werde ich auch nicht. Und wie gesagt, driften, keine Ahnung, wie das funktioniert. Ob das wirklich so ist, dass das Auto einfach nur ausbrechen lassen muss, was ich gerade versuche. Und das mit dem Gaspedal spielen, einlenken, ich weiß es nicht. Ja, so also mal ganz kurz schnell unterwegs hier und ich werde überholt. Ich werde überholt. Letzte Round, baby. Wir haben gerade sehr viele nebeneinander. Oh mein Gott.
Das war das Glück mit den Driften. Die Karre ist einfach ausgebrochen. Konnte es eigentlich gar nicht kontrollieren, aber egal. Boah, er hat natürlich auch zum selben Zeit Boost, wie ich Boost habe. Natürlich. Zufall. Ja, komm, ich laufe nur Bullshit. Ich hoffe, ihr wisst das. Mir ist es scheißegal, ob ich gewinne. Mir geht es nicht darum sein, ich bin Bro-Gamer und zeige euch, wie man Bro ist, sondern ich will Spaß haben und ihr sollt euch unterhalten fühlen. Und vielleicht habt ihr auch lange nicht mehr Rocket League gespielt und seht das und denkt, oh ja, das sieht schon cool aus. Ich spiele jetzt auch wieder. Natürlich wieder überholt, das gibt's doch nicht hier. Ich muss mal driften, driften. Ich muss mal gucken, wie das geht nachher. Alter, in so einer Strecke ist natürlich echt geil, wenn dann eine Kurve kommt, zum Turbo zu aktivieren. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Immer hier lang, hier war ich noch nicht. Jetzt weiß ich warum. Okay, jetzt komme ich mal Turbo. Dritter? Ja, komm, ehrlich. Oh, das letzte Rennen heute und ich werde Dritter? So, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt vielleicht wieder Bock auf Rocket Racing bekommen. Oder fandet mich irgendwie unterhaltsam. Wenn ja, ihr wisst Bescheid. Abonnieren, Glocke aktivieren, liken. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Hilft mir, größer, besser und schöner zu werden. Hä? Indem ihr einfach meine Videos schaut bis zum Ende. Und am besten noch Freunden weiterempfehlt, wenn ihr meint, oh, der ist unterhaltsam, den kann ich empfehlen. Ach, stimmt, Fortnite X Metallica. Ah, das habe ich, ja, ich bin alt. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ich, euer PGlocker.com, bin hiermit raus. Peace out. Wer hätte das gedacht, dass ich nur den dritten hole, wenn man bedenkt, dass ich davor zweimal fünfter war?